Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Mit etwas Zeitverzögerung möchte ich euch heute endlich die Projekte zum aktuellen Teambasteln zum Thema Herbst zeigen. Das wollte ich eigentlich schon Anfang des Monats machen, aber ja, kam bisher leider noch nicht dazu. Beginnen möchte ich mit meinem Projekt. Also wie gesagt, das Thema war Herbst und ich habe dieses kleine Täschchen gestaltet. Hier noch mit so einem kleinen Anhänger dran und ja, mit dem Designerpapier Vielfältig Feierlich habe ich gearbeitet. Das ist aus dem Winterkatalog und das kann man sich nur ab 200 Euro Bestellwert mit den Shoppingvorteilen kann man sich das Papier dann eben aussuchen. Und hier vorne verwendet habe ich dann noch das Produktpaket Herbstgefühl, also die Stempel und eben die passenden Stanzformen dazu. Verschlossen ist das Täschchen mit zwei Magneten. Und drin haben wir jetzt passend zum Herbst, wo es ja wieder aktueller wird, ein kleines Desinfektionsgel, so kleine Handseife, das sind so kleine trockene Seifenstreifen und dann brauchen wir eben nur noch ein bisschen Wasser und kann sich dann schön mit Seife die Hände waschen, was jetzt ja auch wieder immer wichtiger wird im Herbst. Und dann noch so drei kleine Handtücher. Wenn man die in Wasser auflöst, dann werden die so die Größe etwa, so kleine reißfeste Einmalhandtücher eben, also eigentlich Waschlappen, weil sie sind ja dann nass, aber da kann man eben schön dann auch, wenn es mal wo härterer Schmutz ist, schön abwischen und die zerreißen eben nicht wie jetzt so Taschentücher zum Beispiel. Finde ich eine ganz praktische Sache und das alles so als Geschenk Tütchen eben jetzt zum Herbst, fand ich das echt eine passende Geschenkidee. Ich werde zu diesem Täschchen auch ein Bastelset anbieten, eben mit diesem Inhalt, also die Desinfektionsflasche, die eine Packung von diesen Seifentütchen und drei dieser kleinen Handtuch- oder Waschlappentabletten. Und eben alles Material, was man dann für dieses Täschchen braucht. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, mit welchem Designerpapier ich das anbieten soll. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob sowas prinzipiell gewünscht wird, hier ein Bastelset dazu. Und wenn ja, welches DSP-Set euch da dann gefallen würde. Das war jetzt eben zum Thema Herbst, deswegen habe ich das DSP gewählt. Hier hatte ich es nochmal mit einem ganz alten Designerpapier gewerkelt. Das gibt es nicht mehr, fand ich aber auch eine ganz schöne Farbkombi. Und hier habe ich so als Anhänger so ein kleines Engelchen hingemacht. Genau, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was da für euch von Interesse wäre, mit Engelchen als Anhänger oder mit so einem anderen Klappambatsch da eben als Anhänger dran und welches Designerpapier euch da reizen würde. Das war zu meinem Projekt. Dann kommen wir zu meinen Teammitgliedern. Anfangen möchte ich mit der Christiane. Sie hat uns diese Karte gebastelt. Das ist einmal normale Klappkarte. Und dann haben wir hier oben aber noch zum Ziehen einmal hier so ein Fenster, wo sich dann eben hier so nach oben öffnet. Und dann noch ein schöner Gruß rauskommt. Gearbeitet hat sie mit Lodengrün und Celadon, die wunderschönen Incolor-Farben von letztem Jahr. Genau, hier noch embossed drauf, also auch eine sehr schöne Idee. Dann kommen wir zur Jacqueline. Auch sie hat uns eine Karte gestaltet und zwar mit dem aktuellen Designerpapier Herbsternte aus dem aktuellen Winterkatalog. Auch hier erstmal eine normale Klappkarte. Und dann kann ich aber dieses Vorderteil noch einmal hier so aufstellen und habe dann einmal hier so ein 3D-Aufstellerkarte. Sieht richtig schön aus. Hier hinten dann noch mit so einem Glassichtfolie, dass das hier so raussteht. Gearbeitet hat sie in den Farben Waldmoos und Terrakotta, also wunderschöne Herbstfarben und eben farblich passend zum verwendeten Designerpapier. Auch das eine wunderschöne Idee. Dann kommen wir zur Andrea. Sie hat uns diesen wunderschönen Schulrucksack gebastelt.
Ja, wir sind ja hier in Baden-Württemberg zu Hause und bei uns beginnt die oder haben die hat die Schule jetzt eben erst vor einer Woche begonnen. Also der Schulbeginn fällt bei uns eben immer so in den Herbst rein und deswegen auch passend zum Thema Herbst dann einmal dieser schöne Schulranzen, auch eher verschlossen mit Magneten. Die Seitentaschen, auch die sind mit Magneten verschlossen und hier eben noch zum Öffnen und vielleicht einen kleinen Geldschein rein tun. Und hier drin hat man eben viel Platz für ein paar Stifte, Radiergummi, was man eben so für den Schulanfang gern verschenken möchte. Hier unten mit so ja, Halbkugeln als Aufsteller für den Schulranzen. Gearbeitet hat sie mit dem Designerpapier Fröhlicher Wald aus dem aktuellen Jahreskatalog. Und in den Farben Anthrazitgrau und Calypso. Und schaut gerne mal auf ihrer Homepage vorbei, www.andreas-bastelwerkstatt.de. Sie wird da eventuell ein Bastelset anbieten, wo dann alles enthalten ist, was ihr zum Nachbasteln für diesen Schulranzen braucht. Ja, die Anleitung wird sie dann natürlich auch mit dazu tun zum Bastelset. Schaut da einfach mal bei Gelegenheit auf ihrer Homepage vorbei. So, dann kommen wir zur Kerstin. Auch die Kerstin hat mir ein Riesenprojekt zugesandt, und zwar diese wunderschöne Arzttasche oder Dogbag. Und gearbeitet hat sie mit hier Wildleder und hat es mit so einem Rosenöl getränkt, dass das so auf, schön auf alt aussieht. Verschlossen ist die Tasche mit so Klettpunkten, einmal an diesen drei Stellen. Und wenn man sie dann öffnet, hat man eben eine riesengroße Tasche, um was zu verschenken. Sie hat auch schon ein Video gedreht über diese Tasche. Da schaut gerne mal auf ihrem Videokanal vorbei, Wölfchens Bastelstube. Ich verlinke euch das Video auch unten in der Infobox. Und außerdem wird auch sie oder bietet sie schon Bastelsets an zu diesen Taschen. Sie hat da eine kleine Variante und eine große. Schaut auch bei ihr gerne mal auf der Homepage vorbei. Ihre Homepage-Adresse lautet www.wölfchens-bastelstube.de. Und da findet ihr ihre angebotenen Bastelsets. Dann kommen wir zur Doreen. Die Doreen hat mir eine wunderschöne Tischdekoration gebastelt. Und zwar einmal so ein ganz großes Ahornblatt ausgeschnitten aus Graupappe, das dann bezogen mit dem Designerpapier Kreislauf der Natur. Das war ja aus der letzten Celebration. Ist jetzt also aktuell nicht mehr erhältlich. Aber vielleicht hat es noch der ein oder andere von euch aus der Celebration. Und dann hat sie hier diese Riesenpilze ausgeschnitten und koloriert. Und die sind aus dem Stempelset aus dem Wichtelwunderland. Ich denke mal, dass sie die eben größer kopiert hat. Bestimmt auf, keine Ahnung, 200 oder 300%. Größer kopiert, dann ausgeschnitten. Und ja, ihr kennt bestimmt Doreen auch schon alle. Da ist auch noch etwas mit Licht dabei. Wenn man hier das Licht anschaltet, dann leuchten die Pilze hier aus den Dächern und aus den Fenstern schön raus. Das sieht im Dunkeln wirklich herrlich aus. Hier drin ist auch noch mal ein bisschen von der Lichterkette versteckelt. Und ja, passt natürlich auch noch so ein bisschen, vielleicht ein paar Eicheln drauf. Und man hat eine wunderschöne leuchtende Tischdeko. Auch das wieder eine wunderschöne Idee von der lieben Doreen. Und dann kommen wir zur Anne. Die Anne hat auch eine Deko gebastelt, aber eine Wanddeko. Und zwar dieses schöne Schild hier. Gearbeitet hat sich hier im Hintergrund mit dem Stempelset Soft Seedlings, hat das in Weiß embossed. Und ist dann mit den Blending-Pinseln mit Aquamarin und Savanne drüber und hat eben so diesen schönen herbstlichen Hintergrund gestaltet. Hier hat sie gearbeitet mit dem aktuellen Produktpaket Alpha Best.
Das sind ja diese Buchstabenstempel und diese kleine passende Handstanze dazu. Das ist die kleine hier, wo man eben diese Etiketten dann ausstanzen kann. Das ist ein ganz tolles Set. Und dann hat sie hier noch die Handstanze Igel verwendet und entstanden ist ein wunderschönes Wandbild. Vielen Dank, liebe Anne. Und zum Schluss kommen wir noch zur Ulrike von Stempelstanze Papier. Sie hat diese wunderschönen beiden Wandbilder gestaltet. Und zwar hat sie da also im Hintergrund einmal das Designerpapier fantasievolle Texturen. Und dann hat sie das Motiv aus dem Stempelset Gute Laune Gruß auf Teebeutel gestempelt. Hat es dann eben schön koloriert und eben da noch schön in Szene gesetzt. Und hat hier zwei wunderschöne Wandbilder gestaltet. Auch das eine ganz, ganz tolle Idee. Ich verlinke euch auch ihren Kanal einmal unten in der Infobox. Momentan hat sie noch kein Video dazu gemacht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein, ob auch, euch auch hierzu ein Video interessieren würde. Wenn ja, dann wird sie da bestimmt noch eins nachholen. Das war's soweit zum Thema Herbst von meinem Team. Ich bedanke mich wieder bei meinen Teammädels für die wunderschönen Beiträge, die ihr mir wieder gesendet habt. Ganz, ganz toll. Und dann werde ich euch in meinem nächsten Video dann zeigen, wie ich diese Tasche gestaltet habe. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. So much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.